5 der epischsten Streamer, Teil 2. Mensch, hier sind wir schon wieder. Heute gibt es die epischsten Streamer, Teil Nummer 2. Weil im ersten Teil waren ja nicht alle dabei. Und wir sind ganz gespannt. Haben wir einen Streamer vergessen? Eine Streamerin? Schreibt's in die Kommentare. Daumen nach oben, Abo, viel Spaß. Platz 5, InScope 21. Leute, Leben ist nicht immer einfach. Von der Luxusbude zurück ins Kinderzimmer. Geh zurück zu Mama und lass dir den Arsch pudern! Tja, wie einfach der Weg nach oben auch ist, der Weg nach unten ist deutlich weniger angenehm, ziemlich dornig und kann an der ein oder anderen Stelle auch ganz schön wehtun. Umso schöner, wie offen Nico mit seiner beruflichen Talfahrt umgeht und sich nicht zu schade ist, auch mal über sich selbst zu lachen. Ich kann mich hier hinsetzen und kann darüber heulen, dass ich eigentlich ein Luxusleben hatte und jetzt es nicht mehr habe. Aber ich sag mir Scheiß drauf. Ich tue einfach weiterhin so, als wäre ich reich, mal lange. In seinen Livestreams stets an seiner Seite charmante Gäste weiblicher Natur. Er ist aber auch ein prima Kerl, unser InScope. Pleite, aber sexy. So wie unsere schöne Hauptstadt. Oh. Ey. Hallo Nico. Ja, InScope habe ich leider nicht so häufig geguckt. Ich gucke mir aber gerne seine Zusammenschnitte auf YouTube an. Ich finde das interessant, wenn er über ein paar Dinge redet. Ja, ist unterhaltsam. Was ich mir sehr gerne angucke bei InScope oder angeguckt habe, waren seine Livestream-Real-Talks zum Thema Sek Plus, wo er dann mit Ex-Geschäftspartnern über sie geredet hat, mit ihnen geredet hat. Das war im Entertainment pur, habe ich mal meine Wohnung saugen durchgeguckt mit Tim Gabel. So wie ich ihn mitbekommen habe, sehr sympathischer Typ. Finde ich cool. Hab früher auch seinen Stuff sehr gefeiert. InScope haben wir auch schon in Stuttgart kennengelernt. Genau. War sehr sympathisch. Ja. Safe, ein cooler Typ. Aber natürlich auch sonst. Er lädt immer sehr viele schöne Frauen zu sich ein. Das gefällt mir natürlich auch gut. Gefährlich. Unterhaltsam. Gefährlich unterhaltsam. Also ich dachte am Anfang so, dass es so ein weiterer YouTuber ist, der einfach so Streaming macht. Aber ich glaube, er ist echt aufgegangen da drin. So. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Also, big shoutout, Bro. Komplett abgedreht hier oben. Platz 4. Henke. Hast du schon gehört, du bist in den Top 5? Was? Nee, oder? Ich hab mal am Auge. Ich in den Top 5 oder was? Oh, nee, den gibt's doch nicht. And the Oscar goes to. Auch wenn unsere heutige Nummer 4 noch nicht ganz so weit oben im Livestream-Universum mitspielt, hat sie sich den Platz in diesem Ranking doch mehr als verdient. Ausgebildet auf der Slane McRoth University in Eckernförde. Bitte was? Hat der ehemalige Schweinebauer und Kneipenwirt schnell die Liebe zum Live-Entertainment für sich entdeckt. Und gibt Henke weiterhin so viel Gas, so wird der sehnlichst herbeigewünschte Durchbruch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Henkelein, wir küssen deine Senkfüße. So eine Scheiße. Ist das ehrenlos, ey. Wie hat es Henke in diese Compilation reingeschafft? So? Ja, Ehrenbruder Henke, was soll ich sagen? Absolutes Genius, wirklich. Verdient viel mehr Zuschauer, wirklich. Henke, absoluter Ehrenmann, ein großer Freund dieses Formats. Wie viel Geld hat er euch gegeben? Henke, ist das nicht auch ein Norddeutscher? Ja, ne? Also ich kenne ihn auf jeden Fall und wir hatten auch schon ein bisschen miteinander zu tun. Ich habe mit ihm auch schon einen Podcast aufgenommen. Henke Ehrenmann. Der wird seinen Weg gehen und wenn das hier ausgestrahlt wird, hat er bestimmt schon 1,8 Millionen Twitch-Follower. Davon gehe ich fest aus. Ja, Henke, mega nicer Guy, ey. Guter Typ auch. Ich sag das Gefühl zu jedem hier, aber big shout out, Bro. Ich hoffe natürlich, dass er uns nicht vergisst, denn wir haben das ja möglich gemacht. Und Henke, du bist in meinem Herzen drinne. Bleibst du, wie du bist. Man sieht sich immer dreimal im Leben. Ich weiß gar nicht, warum er mich da reingenommen hat, aber ist, ich würde sagen, der schönste Streamer Norddeutschlands. Ja, mit Abstand. Platz 3. Unsympathisch TV. Ich muss heute wieder zu dir sprechen. Es haben weder die Babykatzen noch die Welpen geholfen. Was kann mir helfen? Ein Ei, 4 Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt am 3. angelangt und alles wieder normal. Mit durchschnittlich über 1 Million Klicks nach nur 24 Stunden ist Sascha, aka Unsympathisch TV, wohl der erfolgreichste YouTuber Deutschlands. Nee, nicht schon wieder! Kein Wunder, dass sein Livestream-Projekt ähnlich gut läuft und die Leute seinen Twitch-Content lieben. Unsere liebsten Sascha-Reactions sind übrigens die zu Erkennst du den Song? Ist aber auch ein geiles Format, muss man schon sagen.
Ist mir auch, also ganz neu. Auch sehr sympathischer Typ, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Sascha. Oh ja, sehr mega lieb. Also da haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir den auch schon persönlich getroffen haben. Einer der korrektesten Leute in diesem ganzen YouTube-Ding. Genau. Dem gönne ich auch wirklich alles. Er reagiert ja auch oft auf Erkennst den Song. Das freut uns natürlich, dass er uns dann noch berühmter macht, als wir eh schon sind. Und Sascha, so darf ich dich natürlich nennen, mach so weiter, du bist ein richtig cooler Dude. Ja, feier ich. Den Content jetzt nicht unbedingt immer so meins. Also es zieht mich halt nicht immer so an. Aber als Person finde ich ihn sehr sympathisch und sehr, sehr cool. Safe, geiler Typ. Stark. Ja, absolut stark. Schaue ich mir gerne an. Spielen wir auch gerne mal zusammen. Netter Typ, der Sascha. Ich muss wirklich sagen, Sascha ist einer der Leute, einer der nicesten Leute, die ich kennengelernt habe bis jetzt auf YouTube und Streaming und so. Ich liebe den Jungen. Also wirklich sehr, 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 sehr cooler Typ. Platz 2. Unge. Mann, der arme Junge. Mit einem geschätzten Monatsumsatz von 500.000 Talerchen hat Simon Unge das Image des bescheidenen Veganers mit selbstgehäkelter Unterwäsche längst hinter sich gelassen. Gemütlich im sonnigen Steuerparadies sitzend, reagiert Simon Unge auf allerlei Fremdcontent. Und die Fans rennen ihm die virtuelle Bude ein. Was für mich Wetten, dass war, ist für die heutige Generation ungeklickt. Darum belegt diese Erfolgsgeschichte völlig zu Recht unseren Platz Nummer 2. Nichts mit zu tun. Ja, Simon habe ich natürlich eine Menge zu verdanken. Ohne seine Livestreams und seine Reactions wäre ich natürlich nicht da, wo ich heute bin. Und privat auch ein sehr, sehr cooler Typ. Mag ich gerne. Mit dem habe ich ja angefangen, richtig exzessiv diesen ganzen YouTube-Kram zu konsumieren. So, das hat mich so alles in diese krasse Welt reingebracht, so mit seinem alten Minecraft-Zeug etc. Also ich sag mal, ich bin ein bisschen gebrandmarkt. Ich musste auf der Nulltour mit Simon in einem Bett schlafen, was so 1,50 Meter breit war. Deswegen gemischte Gefühle. Das war, glaube ich, auch immer so eine Inspirationsfigur für mich, weswegen ich dann später auch so angefangen habe. Simon Unge, du bist der einzige YouTube-Streamer hier in der Riege. Streamst auf YouTube deine ungestreamt Dinger und du gibst die Headlines vor, du machst eigentlich die News, du bist der Mr. Trashback des Jahres 2020. Kann ich, das ist kein Streamer, das ist also YouTube. Ja. Also Simon ist sehr verwirrt auch, aber ich liebe den Jungen. Da gucke ich sogar regelmäßig mal die Streams an von dem. Mag ihn sehr gerne, ist ein cooler Typ. Sehr, sehr cooler Typ. Ich glaube, du verdienst so viel in einer Minute wie ich in 1,5 Jahren. Auch das ist natürlich etwas, worauf man stolz sein kann. Du musst noch mal hier hin. Platz 1. Papa Platte. Bro, that escalated quickly, Alter. Ein Mann, der aussieht wie Harry Potter und mit seinem Lüfter spricht. Domo, if one day Papa Platte replace me, don't cry, because damn, I was smiling. Son, where'd you find this? Was vor 30 Jahren zu einer Zwangseinweisung geführt hätte, ist im Jahr 2020 die Grundvoraussetzung für eine goldene Internetkarriere. Still und heimlich kletterte Kevin, wie Papa Platte von Freunden und Verwandten genannt wird, Schritt für Schritt in Richtung Livestream Champions League. Ich für meinen Teil liebe Kevins Fanpaket-Unboxings. Ach ja, und wenn er nackte Männerärsche zeigt und dabei den Schwänze-Song singt, das ist einfach zu wild. So what they say, Schwänze hart, ich steh auf dicke Tops. Ich steh auf Schwänze hier, auf Schwänze da, Schwänze sind eigentlich geil. Sehr verpeilt. Bin schon wieder nicht in der Liste. Papa Platze, von ihm kenne ich eigentlich immer nur diese Ausschnitte, die man in irgendwelchen Meme-Videos von Sascha oder so sieht. Wenn er über seine Mutter oder seine Schwester so redet. Pock erstmal an die ganzen Zuschauer, die dabei sind. Pock, 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 Pock. Pock-Champ in den Kekwe-Chat. Der hat für mich so ein bisschen, auch wenn er jünger ist als ich, hat er für mich so ein bisschen Mentor-Status. Und der hat mich viel nach vorne gebracht, hat mir viel geholfen, stand immer mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt, heutzutage, ist er so einer meiner besten Freunde. Hatte ja dieses Jahr einen langen Twitch-Bann für 30 Tage, glaube ich, oder 31 Tage. Was, glaube ich, sehr, sehr schlimm war für ihn, gerade wenn das so dein Beruf und deine Berufung ist. Ja, schön, dass er wieder zurück ist. Und für mich mit Abstand der aktuell beste Streamer in Deutschland. Ganz toller Junge, der war auch schon öfter hier, mega sympathisch, auf dem Boden geblieben. Pass auf, wir haben so ein Poker-Event immer gemacht, so Charity-Poker-Events. Das ist total bescheuert. Dann sind wir danach, also als wir halt fertig waren mit dem Stream, sind wir in eine Shisha-Bar gefahren. Und da habe ich halt Blaubeere-Minze geraucht und mir einen Oreo-Shake reingeknallt. Ich finde aber viele Meme-Ausschnitte von dem mega lustig. Ja. So, und dann hieß es auf einmal, weil einer irgendwie schnell los musste zum Flughafen oder so. Ja, wir müssen jetzt alle los. Und ich mir dann den Oreo-Shake, der noch dreiviertel voll war, reingeäxt, so an der Pfeife gezogen, die irgendwie, weiß nicht, die war voll stark zu irgendeinem am Zoll vorbei, irgend so ein Zeug. Ich finde ihn einfach lustig. Ich guck's gerne seine Vlogs aktuell. Und für mich einer der Top-Streamer des Jahres. Und ich wünsche ihm eine tolle Karriere, die so weitergeht. Und was soll ich sagen, außer
Good luck. Und ich hing dann richtig auf, hab dann vor den Laden gekotzt. Und das hat Kevin dann lang und breit im Internet breit getreten. So. Aber, ja. Hey! Hä, hey, wie hab ich es da reingeschafft? Ja, wild. Ja, grauenhaft den Typ, den hasse ich. Oben gibt's für euch eine tolle Doku vom Y-Kollektiv zum Thema Online-Casinos. Und unten gibt's für euch Das beantwortest du nie von oder mit Papa Platte. Beides total epic. Wir gehen jetzt schön duschen. Ihr bitte auch. Wir sehen uns. Ciao.